Hallo und herzlich willkommen hier, zu weiteren Folge hier bei Kettle of Gods. Ja, wir düngen auch unser Feld Nummer 4 oder 3. Und ja, sind fast fertig. Hoffe, der Dünger reicht. Wir müssen einmal Kalium besorgen. Das sieht ein bisschen schlecht aus mit Kalium. Und da überlege ich noch, ob ich da rechtzeitig losdüse und nochmal was nachhole. Hier ein bisschen länger Dünger, also wir hier auch noch hinkriegen. Jetzt. Ja. Wir haben hier ein bisschen von der Frucht her ein paar kleinere, sagen wir so, Probleme, kann man sagen. Das ist zu sehr unterschiedlich. Da liegt am Düngen, kann man genau sagen. Mehr oder weniger. Da am Rand oft was fehlt, ist dann auch nicht so weit fortgeschritten. Und mal schauen. Wir haben aktuell noch was drinne, 420. Da werde ich mal ganz kurz die Ecken machen, also diese Spitzen. Beziehungsweise werden wir gleich mal versuchen, noch was nachzukaufen, den Händler. Und zwar mit Richtung Kalium mehr, ne? So. Mal anhalten und Bremse. Den mal kurz deaktivieren. Zum Händler dürfen wir jetzt hier langfahren. Aber noch den alten Kurs einprogrammiert. Aber ich versuche mal selber hinzufinden. Wieder anheben, ein gutes Stück da hinten. Ne? Haben wir angehoben. Ja. Ist ja noch ein bisschen was drin, ne? Und das ist vielleicht nicht so gut, aber hier ist unser Lohner. Unser Kumpel in Ansicht. Aber da wollen wir nicht hin, ne? Ich brauche Kalium, also viel Kalium, also Anteil Kalium muss hoch sein. Und da mangelt es am meisten. Na, Gegenverkehr? Nö. Also, unter Spur. Anderen Straßen, das ist nicht tragisch. Jo, Montag, ne? Der Montag. Ja. Ich mache jetzt noch die eine Folge. Ich kriege so langsam Hunger. Bei mir ist es aktuell Mittagszeit. Und auf Diät bin ich nicht so richtig. Heute mache ich Karo einfach. Suppe und fertig bin ich. Diese Kocherei letzten Tage richtig gut gegessen, also ich habe mir eine Ente gegönnt zu Weihnachten und die hat also 4 Tage gereicht, also schon heftig, kann man sagen, ne? Wenn man doch ein bisschen Pommes kaufen soll für die schnelle Mahlzeit, ist halt mal ganz schnell fertig, also ohne groß schälen rum und dann, ne? Also ist auch mal schön, ne? Hoffen wir mal, dass wir da jetzt Dünger kriegen, die wir dazu packen können, ne? Sonst ist es blöd. So, wo ist er? Noch ein Stückchen. Hätten wir abbiegen müssen, ne? Ja, biegen wir hier. Kommen wir auch nicht hin. Sackgasse, glaube ich, sogar hier. Ach, nee. Mich. Aber durch. Keiner gesehen? 30, Scherz. Ah, alle kommen sind wir noch, wisst ihr. Oh, schau mal, Kaliumdünger. Hoher Anteil an Kalium brauchen wir jetzt. So. Dazu gucken wir mal rein. Wir brauchen also. Das ist Phosphor, das nicht. Kalium, Feststoffdünger Kalium. Das ist perfekt. Ihr seht schon schwarz.
Junge, Junge, was machen wir mit unserem alten Rest, ne? Doch, abgeben, verkaufen. Kompromiss. Das ist Stickstoff, warum nicht? Warum nicht? Phosphor, Kalium. Auch nicht. Gut, dann muss ich zurückfahren. Aber eben nur mal kurz. Also das geht nicht, dann müssen wir uns zum Hof fahren. Dazu mache ich es aber Automatik, weil da das Kreuz wieder rausnehmen. Kreuz weg hier. Biogas. Und müssen wir unseren Stickstoffdünger rausbringen, unseren 515 rausbringen. Leider ist es so. Warum ist am besten? Dann mal die Straße raus, ne? Und dann N. Ja, gut. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich jetzt nicht, dass das so nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen unseren Dünger mal raus befördern im Hof, im Lager. Da liegt schon ein bisschen was. Wahrscheinlich, wenn wir da mehrere Sorten einbringen können. Und dann geht es zurück und dann kaufen wir uns diesen Kaliumdünger. Die Menge muss ich mal schauen. Das schätze ich auch mal ein bisschen ab. Es kann sein, dass es dann nicht so viel wird, ne? Hier ist der Viehmarkt, ne? Ja, mach Platz, Junge, wir kommen, wir haben alle. So. Viehmarkt, genau. Autohändler, ist auch nur symbolisch. Werkstatt. Ja, die Fahrzeuge sollen eine Abnutzung haben, also keine Ahnung wo, ne? Hoffen wir, dass wir nicht so schnell das reparieren müssen. Ja, und so ist das. Das ausleeren, dann zum Händler zurück, zur Genossenschaft und dann Kaliumdünger kaufen. Denn der fehlt ja noch extrem viel. Wenn er mal gucken, er fährt alleine. Denn wir haben ja hier im Prinzip noch eine große Spanne, die wir füllen müssen. Hier ist es ja nicht perfekt, aber da ist schon perfekt, aber auf Feld 4 können wir was geben, ne? Kurz mal N. Also Feld 4 kann noch ein bisschen was drauf. Da haben wir noch ein bisschen drin, da können wir arbeiten. Da nicht. So. Fast da. Da wollen wir nicht hin. Da auch nicht. Da auch nicht. Die Stadt. Da. Ich werde hier nochmal einfach mal was draufgeben. Die 308 Liter, das machen wir mal drauf. Denn das fehlt ja noch, ne? Ist aber noch nicht perfekt. Solange wie es reicht, dann reicht das. Ne? Und dann nachher kaufen wir was Neues. Und zwar Kalium. Also ich finde mich hier noch nicht zurecht. Also zu viele Straßen. Vollgas, Junge, Vollgas. Ja, heute mache ich Kettle Cops, morgen alle Ruhe LS. 7 Folgen und übermorgen alle Ruhe.
den nächsten 7 Folgen. Oder morgen mache ich 3 Folgen von Kettle Cop noch hinzu. Plus die Folgen von LS. Mal sehen. Wenn ich spät nachts noch munter bin, kann es sein, dass ich da auch noch mal mache. Mal sehen. Also Stress habe ich keinen. Also das, ich produziere immer 7 Tage, also mehr oder weniger 7 Tage voraus. Also hier ist es noch 5 Tage bis Samstag. Genug Zeit, um alles zu erledigen. LS bis Montag ist neu notwendig. Deswegen komme ich auch noch einen Tag durcheinander wegen Weihnachten hier oder hier Advent zum Beispiel. Aber der mal ist nicht so tragisch. In der einen Folge habe ich auf jeden Fall richtig Advent gewünscht. Zeit ist ja nun vorbei, jetzt kommt das neue Jahr rein. Die Folge jetzt ist ja vorbei, der ganze. Ja. Ah, wir sind da. Wir sind da, wir sind da. Dann düngen wir gleich nochmal, ne? Ah, wir haben auch Vignette gegeben, wollte ein bisschen sparen, ne? Das ist sofort zu sehen. So, 338, das machen wir so gut ist. Den Punkt nehmen wir gleich mal an. Oder auch nicht. Nicht so genau. So. Das hier, also richtig gefragt wurde. Gut, gehen wir hier mal rein. Fahrspur. Wir fahren mal gleich mal selber, ne? Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Ob der automatisch nach mehr rausschleudert oder ob das dann zu wenig gedüngt wird. Ich weiß nicht. So. Weil erst fahren sie alle nur 20 km/h beim Düngen, ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. Gut, das fahren wir auch nicht, ne? Wir haben ja auch diesen. Ups. Wie gesagt, der Dünger kann hier im Prinzip rauf, ne? Fehlt ja noch. So, das ist hier am Rand. So, nach vorne noch. Hier, ne, hier. Das kommt durcheinander. 100%ig ist das näher zu wenig. Ja, das ist ideal haben wir nie. Also das ist mal blöd, da muss man Nachfüllfahrzeug haben. Ne? So. Okay. Haben wir noch 117. Da wird nicht ganz reichen. Ist halt so. Reicht es vielleicht auch. Ach, reicht nicht. Das reicht nicht. Aber geht bei. Na ja, gut, 18 Liter noch. Hier vorne, wo so gelb ist, ne? Muss alle. Hat nicht ganz gereicht, okay. Jetzt geht's zum Knochenschaft. Kali. Müssen wir noch mal extra hinfahren und ein bisschen was kaufen oder vom Hof. Vom Hof ein bisschen holen. Das machen wir gleich im Hof, ne? Hof müssten wir uns rechts halten. Die Straße hoch und dann müssen wir zum Hof hinkommen. Ein bisschen orientieren, das ist mal nicht so einfach. Aber das muss ich lernen. Also hier zurechtfinden, das ist aktuell noch schwierig, ne? Deswegen wollte ich irgendwie die Felder am Hof machen, irgendwie bin ich hierher gegangen, ne? Ist ja auch nicht weit weg. Jedes Feld kannst du auch nicht kaufen, da brauchst du Ansehen. Also Ansehen zum Beispiel beim Hafen, ne? Kannst aber erst machen, wenn du da was kaufen kannst oder verkaufen kannst, ne? Also
diese XP brauchst du zum Beispiel für ja, Maschinen kaufen etc. Sonst kannst du nicht kaufen. Weil ich habe schon viel XP. Das Szenario-Prinzip habe ich viel erreicht. Aber der Hof ist gerade aus. Das ist nach und nach lernen wir das Problem. Ne? Hier sind die Bäume oder Laubbäume. Okay, keiner zu sehen. Überfahren. Ein bisschen Dünger muss da sein. Wo muss noch was 2-3 Liter? Und machen wir mal den Rest drauf. Die letzten zwei Bahnen waren recht wenig, da machen wir noch mindestens. Hatte anfangs 300 gehabt, 150 ungefähr. 150, 200 ungefähr, dann müssen wir das holen. Nächstes Jahr werden wir auch mal, wenn wir das Geld haben, uns ein Füllefass leisten können, auch mal ein bisschen Gärreste kaufen von der BGH oder vom Klärwerk. Mal gucken, ob wir da was kaufen können. Weiß ich mal nicht, wir arbeiten. Kikiriki, so, unser Händler, unser Lager ist ja links, ne? So, was ist nicht ein Trigger? Das sind zwei Trigger. So, die brauchen, na Festgut ist gut, die brauchen Dünger. Hochgetreide, ne. Hofdünger rechts. Hofdünger links. Ah, aber drinnen. Unser 1515, was ich mal eingelagert hatte, zum Beispiel am Anfang. Und zwar brauche 200. Das stellen wir gleich ein, bevor wir uns wieder im Prinzip. Ach, hier kann man auch kaufen. Ne, habe ich mal eingelagert, okay. 210. Ich köpfe die ganz maß nicht, aber wir haben wir drinnen. Haben wir 210 einmal drin, das reicht. Ich hatte ja hier mal anfangs gedacht, naja, machen wir die Seemaschine ein bisschen leer. Dann kriegst du noch Sack rein, aber. Anschiss. War nicht so. Da können wir tanken. Ganz am Anfang war ein Saatgutlager hier außen gewesen. Ich glaube, hier, wo die Paletten waren. Er glaubt sogar, ja, ist nicht mehr so. Das ist sagt gut in der Halle. Ist auch logisch, draußen ist es nicht gut. Wenn es Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. So, die 200 Liter knallen wir jetzt am letzten zwei Bahnen noch auf. Und zwar dahin, wo es in der Anzeige ist: 0,75 Kilometer Entfernung. So lange kann man sicher finden, wir uns zurecht hier. Oh, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Zeit macht mich unter Schau. Tja, doch nicht so viel geplant, wie ich planen sollte, von der Arbeit her. Aber so ist es halt, ne? Wie im realen Leben, nichts lässt sich planen. Tschüss, ciao, und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.